Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Karl Heppner, der Totengräber. Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, was aus den kleinen Toten wird, die ihr bei Spaziergängen in Feld und Wald antrefft? Da liegt eine Maus, ein Maulwurf, eine Eidechse, ein junges Vögelchen. Geht ihr am nächsten Tage oder nach ein paar Stunden schon denselben Weg, so sind sie verschwunden, wie durch Zauberei. Das hat der Totengräber getan. Er sägt und frisst nicht einzelne Teilchen des Totenkörpers ab, wie die anderen Insekten. Er ist ein richtiger Totengräber, der das Tier an Ort und Stelle bestattet. Einige Male schon hatte ich gesehen, wie ihrer sechs oder mehr unter dem Toten hin und her krochen, jedes Mal etwas Erde darunter hervorwühlten, bis der tote Körper immer tiefer sank, bis schließlich die ringsum angehäufte Erde wie ein Grabhügel darüber fiel.